Konnichiwa, liebe Zuschauer, hallo, willkommen zurück. Wir wollten uns jetzt als nächstes um diese Wache hier kümmern. Wenn du dir eine Pfeife hier spielst, dann hört er das ganz genau. Dann kannst du also auch genau dort an Ort und Stelle deine Falle aufbauen. Das sollte doch hinhauen. Nasty surprise. Das kriegt der gar nicht mit. Wake up, little June. Müssen wir so timen, dass es natürlich kein anderer hört. Who is this? Ja, komm mal gucken, wer das ist. Nein, nicht beide! Seid ihr bekloppt? Rat's tooth. Vermisst. Okay, dann müssen wir halt doch abwarten, bis der Zivilist sich wieder wegbewegt. Oh, könnt ihr mal einen Death Counter anschalten? Das war jetzt der erste Tod. Also der erste theoretische Tod. Schön so an die Stufe legen, dass das aber niemand sieht. Kleiner, okay. So, jetzt aber. Das dürfte. Das hat der Zivilist diesmal nicht gehört. Komm. Soll ich nochmal tröten? Lovely tune. Nein, geht so. Geht auch so. Slowly, no one will. I can do that. So, komm, Yuppie. Bärenkräfte eingeschaltet. Perfekt, weg mit ihm. This is fun. Ja, Menschen töten, this is fun. Oh, der Zivilist. Ja, ja, klar, die haben miteinander geredet. Habe ich nicht bedacht. Speicher trotzdem mal. Ich würde sagen, jetzt hier Evil Spirit, perhaps? Ja, klar, aber nur bloß mit dem Geist unterhalten, richtig. Dann holen wir den als nächstes. Oh, coiled up like a bird's voice. Nasty surprise. Please, come out. Ja, wer soll denn da rauskommen? Ist doch nur ein kleines Vögelein. Such a good trap. It wants to be taken. Lieber auf Nummer sicher gehen, den Zivilist beseitigen. Ich meine, die arbeiten ja für Lord Yabu. Haben wahrscheinlich keine Wahl, aber naja, dennoch gehören sie irgendwie zu den Feinden. Okay. Haben wir noch ein Schweine? Wie werden wir das los? Können wir da die Falle hinlegen und ihn dann den richtigen Moment anlocken? Wake up. Lovely tune. Don't step in the spider's nest. Okay, das funktioniert so nicht. Got you. Oh, that's a good trick. Death to the attacker! Nee, das bringt so nichts. Immer da rein. Ich glaube, das lassen wir mal Herr Yato. I'm waiting. Zwar im richtigen Moment an ihm vorbeisprinten und hoffen, dass uns niemand sieht, wenn wir ins Gebüsch hier reinsprinten. I'm going in. Quiet. Okay. Kann uns wer sehen? Ich glaube nicht. Was ist hier mit der Schriftrolle? Töten eines Samurai. Ohne Mugen muss ein Team zusammenarbeiten, um einen Samurai auszuschalten. Benutze Schusswaffen, um einen Samurai in den Schockzustand zu versetzen. Anschließend kannst du ihn im Nahkampf besiegen. Klingt kompliziert. Er bleibt nur kurz im Schockzustand. Schalte ihn also schnell aus. Auch Takumas Granaten töten einen Samurai. Du solltest sie aber lieber für eine größere Gruppe aufheben. Samurai, at the gate. We lack Mugen's power. No matter. Samurai armor does not protect against good strategy. Okay, mal sehen, ob wir das zeitlich hinbekommen, dass wir ihn jetzt erledigen, während er wegguckt. Shuriken-Jutsu. Got it. Move like water. Okay, das ging doch ganz gut. Der Zivilist hier rennt immer hin und her zu dem Samurai hin und wieder was weiß ich wohin.
Das wird recht gefährlich. Ne? Die nächsten beiden müssen wir jetzt hier erledigen. Das wird nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen erst wieder die sich bewegende Wache ausschalten. Das wäre dann in dem Fall eher hier unten. Okay, ich hole mal Yuki hinterher. Und Takuma. Why not enjoy the scenery? Wir können, wie gesagt, mit Kuma selbst, nicht mit Takuma, sondern mit Kuma selbst die Wachen ablenken, aber die gucken dann halt nur auf den Tanuki. Die laufen dem nicht hinterher oder so. Wir können ihn die also nicht dazu bringen, dass die sich weit wegbewegen, zum Beispiel von einer Stelle. Das funktioniert nicht. Er kann den Bereich hier nicht einsehen. Wie weit guckt er denn? Er guckt gar nicht so weit. Dann ist noch der Samurai hier oben. Okay, wir haben hier einen Blind Spot. Dort haben wir einen Blind Spot. So, nur die Frage, ihn da hinzubekommen. Könnte funktionieren mit hier. Yuki. Steck dich mal da im Gebüsch und wenn sie dann gleich kurz aus dem Gebüsch rausgeht, um ihn anzulocken. Was gibt's hier Neues? Ja, entweder das Tor. Dort rein und raus. Samurai Schockzustand, okay. Wir können ihn vergiften. Oder, genau. Man muss noch gar nicht um das Ziel an sich kümmern, Fürst Yabo umzubringen. Es gibt natürlich ein paar verschiedene Arten, mehr als Yabos Hund und ihn zu vergiften. Hier auf den Zauber rauf, auf den Turm. Und wenn er dann so wie jetzt zum Tee geht, müssen wir seine Aufmerksamkeit erregen, indem wir irgendwie den Hund oder die Aufmerksamkeit des Hundes erregen, dass der anfängt zu bellen. Dann geht er nämlich dahin. Und dann, das seht ihr auch hier, hier sind Bäume. Genau, es fehlt ihm nichts, richtig. Hier seht ihr die Bäume, hier seht ihr das Gebäude. Dann stellt er sich irgendwo hier hin in dem Bereich. Wir hätten freie Schussbahn für Takuma und könnten ihn erledigen. Andererseits können wir natürlich die Person hier verfolgen mit dem Tee. Das kann allerdings nur Yuki, weil sie das Gift hat. Und somit dann den Tee vergiften. Das wäre natürlich die elegantere Lösung. Das würde uns mehr Zeit bescheren zu flüchten. Ready. Gut, aber soweit sind wir noch nicht. Kümmern wir uns erstmal um das, was wir jetzt hier haben. Science Step. Wake up, little June. Ach, scheiße, dann kommen die beide. Das soll so nicht sein. Das soll so nicht sein. Müssen wir doch erst ihn anlocken. Lovely June. Who is this? Wake up, little knife. Don't try to hide. Stop. Okay, so geht's natürlich nicht. Wir können aber trotzdem versuchen, den Moment abzuwarten. Während der Samurai in die andere Richtung guckt. That's a good trick. Zum Beispiel jetzt. Oder können wir ihn dann einfach erledigen? Na komm, geh weg. You are quick. Okay, da hinten steht noch einer. Mist, gar nicht so einfach. Das ist die tricky Situation in dieser Mission. Neben den anderen 50 tricky Missionen, die dann noch kommen werden. Wo kommt er denn her? Er steht da rum. Der Samurai natürlich wieder. Kann der das sehen? You are quick with the knife. Your life was hard. When you're alone, sometimes people want to hurt you, yes? People like that. I hurt them so bad, they'll never try again. An effective strategy, I'm sure. Okay, auf dem Hardcore-Modus hätte das jetzt nicht funktioniert, dann hätte er auf jeden Fall Alarm geschlagen. Er hat ja da uns gesehen oder zumindest vermutet, dass er uns irgendwie gesehen hat. Okay. Aber das ist doch ganz praktisch. Jetzt haben wir nur noch das Problem mit dem Samurai.
Das sollte eigentlich auch Yuki hinbekommen. Schon gespeichert. Der Samurai unten, der bewegt sich all in diesen Bereich hier unten, in diesen dunkelgrünen Bereich. Yuki dahin bewegen, gleich unsere Flöte benutzen, sodass er kommt und ihn dann abmurksen mit unserem, ja was hat sie denn da, Messer oder Dolch. Das sollte funktionieren. Und dann wird er schnell ins Gebüsch reinziehen. Wake up, little June. Sneaky. Wake up, little knife. Don't try to hide. Stick and stab. Yuki, Baby. Geilomat. Sauber. Damit haben wir den Bereich schon mal mehr oder minder frei. Ready? Yes. Fickt euch mal bitte hier runter ins Gebüsch, damit ihr auch ein bisschen näher angezogen werdet. Ich glaube, wir kümmern uns am besten jetzt noch nicht um den Samurai. Why not enjoy the scenery? Skill over number, no noise. Hey, I see. Mal kurz die Kamera drehen. Denn wenn wir jetzt den Samurai hier oben erledigen, der steht ja direkt vor der Tür, der ist ja für alle weithin sichtbar. Oh, Moment mal. Seht ihr das? Takuma? Kannst du das runterballern? Ja. Das runterballern? Dann erledigen wir die beiden. Dann sind wir zwei auf einen Streich los. Ist das eine gute Idee? Ich denke ja. Dann müssen wir uns nämlich nur noch um den Zivilisten hier kümmern. Weil wir haben hier wieder einen toten Zivilisten. Egal. Kümmern wir uns nicht mehr um die toten Zivilisten. Das bringt nichts. Also, Takuma, du bist dort im Gebüsch. Du kannst aus dem Gebüsch heraus schießen. Wir speichern das natürlich vorher. Geh mal dahin. My hands are steady. Jetzt mal aktivieren. Vielleicht geht der Zivilist ja auch noch dahin. Ist noch gar nicht mitbekommen. Er sieht nicht so aus. Wir können natürlich auch direkt den Zivilisten erledigen. Oder den hier. Und dann auch den Samurai. Wie gesagt, dann wäre er nur bezäubt. Das müssen wir dann nachher zeigen. Das machen wir am besten mit dem Shadow Mode. So, jetzt aber. Komm. Red Flower. Ja, liebe Leute, der nächste Arbeitsunfall. Aber der andere Zivilist wird das natürlich gleich zu sehen bekommen. Ja, oder? Der rennt jetzt gleich wieder zurück, damit er das sehen. Aber ich denke, er ist hier auch der Sicherheitsbeauftragte. Er wird genau zu dem Entschluss kommen und sagen, ja, es war ein Unfall. Benutzte Takumas Gewehr, um Fürst Yabu zu töten. Das ist der Plan, ja? Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist das grün? Ja, Missions spiele ich jetzt schon zum zweiten Mal. Atme mich beim ersten Mal knapp, ich denke mal so anderthalb Stunden, habe ich gebraucht. Ja, was denn du? Er ruft nach Hilfe, aber der holt keine Hilfe. Was soll er auch für Hilfe holen? Ja, versteckt dich mal im Kornfeld. Das ist wegrennen und die Augen zuhalten, weil wenn ich nicht sehe, dann werde ich selbst nicht gesehen. Macht Sinn. Ja, du kannst gleich wieder bitte zu deinem normalen Tagesauflauf hinübergehen. Der Samurai. Alles dunkelgrüner Bereich. Ja, er geht aber dann so seiner normalen Arbeit nach. Das ist Guards! Who is there? Du brauchst gar nicht nach Guards rufen. Warum das denn? Achso, jetzt hat er die zweite Leiche erst gesehen. Okay. Oh, so excited! Yuki, geh mal bitte hier entlang. Schleicht dich hier durchs Gebüsch. That's a good trick. Soft souls. Wir müssen zusehen, dass wir den hier unten irgendwie anlocken. Oh, ganz kleinen Moment mal bitte. Ah, ich hab gedacht, ich müsste niesen. Hat nicht geklappt. Hier hätten wir ein Mini-Zeitfenster. Silent Steps. Den Zivilisten zu erledigen, wenn er hier dran vorbeiläuft. Aber wirklich nur ein Mini-Zeitfenster. Und in die Richtung ist es gar kein Zeitfenster, weil wir können jetzt nicht rauskommen, dann sieht uns der Samurai. Ah!
Schlagt ihr jetzt Alarm? Over there! I saw them! Mist! Egal. Das Ganze nochmal. Hat ja richtig gespeichert, oder? Ja. Komm, Yuki. Wo bist du, Yuki? Are we going? Du bist schon da unten. I can do that. So sharp. Das war ein bisschen zu optimistisch. Das Ganze nochmal. Okay, aber ich sehe gerade auch auf der Uhr, ein guter Moment, hier eine Pause zu machen an der Stelle. Und dann kümmern wir uns um diesen blöden Zivilisten. Sieht man die ganzen roten Punkte, die ja noch sind auf der kleinen Karte. Ei. Da gibt es noch einiges zu tun. Bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Bye.